Schutzmann nicht mag. Jeder fischt gern im Trüben und der Schutzmann treibt sie noch rund um die Uhr Tag für Tag. Große Haie, kleine Fische, viel Schatten, viel Licht. Hier im Großstadtrevier. Große Sünden, kleine Schwächen, das wahre Gesicht zeigt sich hier im Großstadtrevier. Was haben wir denn da? Michel für 14:21 kommen. Michel hört. Verdächtige Person vor Haus am Hasenberge 22. Wir gucken uns das mal an. Verstanden. Polizei! Nehmen Sie die Hände hoch! Die Hände hoch! Kommen Sie mal da runter. Runterkommen, habe ich gesagt. So ist gut. Und jetzt umdrehen. Doch, ich kann es mir vorstellen, aber wir sind dafür nicht zuständig. Kommen Sie mir bloß nicht wieder damit, für Ruhestörung wären Sie nicht zuständig. Mhm. Boah. Ja, boah, ja, boah, 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 boah. Den ganzen Tag. Ja, ja. Frau Putschke. Frau Putschke? Boah. Nee, der Teufel persönlich. Ja, naja, gut. Ich schicke jemanden vorbei. Na, kommen Sie. Nein, ich steig da nicht ein. In fremde Häuser einsteigen macht Ihnen weniger Probleme. Ist kein fremdes Haus. Hören Sie, wir nehmen auf dem Revier nur Ihre Personalien auf, weil Sie sich jetzt gerade nicht ausweisen können. Danach dürfen Sie wieder gehen. Und wohin? Nach Hause. Das da ist mein Zuhause, da wohne ich. Seit 58 Jahren. Schlüssel vergessen? Ach, die haben da so ein Voreingeschloss dran gemacht. Die? Ja, diese Firma. Die Will Consult? Ja. Vor einem Jahr haben die unser Haus gekauft. Auf einmal ging alles kaputt, Heizung, Wasser, überall lag Müll im Treppenhaus. Plötzlich hieß es, alles muss renoviert werden. Nach und nach sind alle Nachbarn raus. Heute Morgen haben sie mich rausgeschleppt. Mit so einem Beschluss vom Amt. Ja, aber nach der Renovierung dürfen sie doch wieder rein. In 2-3 Jahren. In meinem Alter rechnet man nicht mehr in Jahren, junge Frau. Außerdem soll ich dann doppelte Miete zahlen. Wovon denn? Wir müssen Sie jetzt leider trotzdem bitten, mitzukommen. Ich gehe ja nicht weg. Schon gar nicht ohne Millie. Lasst mich sofort los! Wenn Sie kooperieren. Ja, kooperieren heißt meine Katze im Stich lassen, was? Lassen Sie mich runter! Hey, was machen Sie da? Die Polizei, dein Freund und Helfer. Wir hören sofort auf zu filmen. Das ist das Allerletzte, was Sie hier durchziehen. Lassen Sie mich runter, ich komme mit. Lass gut sein, Lasse. Nicht, dass du auch noch Ärger kriegst. Dann bin ich gespannt auf Ihre Vorschläge. Wenn ich mir das hier so ansehe, können Sie sich nur verbessern. Da haben Sie sicher recht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue das ganz meinerseits. Kollege? Nein, Herr Wilke sitzt im Planungsstab für unseren Revierumzug. Wer zieht um? Das PK. Wir? Ja, wir. Wir alle? Ja, Herr Krabbe, wir alle. Hast du gehört? Ja. Lass mich machen, ja?
was das bei Ihnen immer dauert. Schönen guten Abend, Frau Putschke. Wie können wir Ihnen helfen? Wo drückt der Schuh? Ja, hören Sie das etwa nicht? Sie meinen Ihren Hund? Meinen neuen Nachbarn. Wissen Sie, was der sich hält? Hühner. Bock, 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 bock. So geht das von morgens bis abends. Gut, dass Sie uns verständigen, Frau Putschke. Ausgesprochen aufmerksam, dass Sie so regen Anteil an Ihren Mitmenschen nehmen. Versuchen Sie gar nicht erst, mich einzulullen. Würde mir nie einfallen. Gut, dann wollen wir mal hören. Das klingt indianisch. Ist vielleicht der Fernseher? Der hat doch keinen Fernseher. Der singt ständig sowas. Singen ist nicht verboten, Frau Putschke. Aber mit dem Kerl stimmt was nicht. Der rennt ständig mit so einer Fellmütze rum. Fellmützen verstoßen leider auch nicht gegen das Gesetz. Aber der hält sich Hühner. Ich hab's genau gehört. Offenbar ist Haustierhaltung in Ihrem Haus aber erlaubt. Schließlich haben Sie einen Hund. Ja, ein Hund ist ja wohl was anderes als ein Huhn. Das gehört doch nicht in eine Wohnung. Nicht? Dann sollen Sie sich unbedingt mit dem Veterinäramt in Verbindung setzen. Und Sie sind mal wieder nicht zuständig. Hätte ich mir ja denken können. Kannst ja richtig freundlich sein. Zu einer lieben Stammkunde? Immer. Maria Herking, am Hasenberger 22 gemeldet, seit 58 Jahren. In der Wohnungssache hat sie einen Betreuer zugeteilt bekommen. Den brauchen Sie gar nicht erst zu holen. Ich habe mich mein Leben lang selbst betreut. Als ob man plötzlich nichts mehr anhat. Die Welt wird eisig kalt und man steht völlig nackig da. Nach so vielen Jahren. Aber Sie haben doch sicher ein Ausweichquartier gekriegt. Ach, so eine Wohnfabrik südlich der Elbe. Mein ganzes Leben bin ich da noch nicht gewesen. Das ist wie ein Mantel, der nicht passt. Auch nicht für Milli. Ihre Katze durfte nicht mit? Doch schon, aber die will da nicht hin. Die hat sich ja versteckt. Und in all dem Beton würde die sich sowieso nicht zurechtfinden. Wo ist denn Ihre Behelfsunterkunft? Sag ich Ihnen nicht. Aber irgendwo müssen Sie doch hin. Du kommst mit mir, Maria. Kannst bei einem Kumpel pennen. Ach, Lasse. Ist das Ihr Enkel? Nein, Lasse ist ein lieber Junge. Einer, der diesem Mann bei Wild Consult die Meinung sagt. Sind Sie das nicht, der da eben gefilmt hat? Ja. Wohl ein schlechtes Gewissen, hä? Weil der mal wieder die Drecksarbeit für den Spekulanten sagt Wilke macht. Entspannte Nacht noch. Guten Morgen. Morgen. Wo ist denn mein anderer Lieblingsmann? Hm? Ja, den habe ich schon in die Kita gebracht. Hm. Ja, ich wollte auch aufräumen, aber... Aber? Sag mal, bei dir ist auch spät geworden gestern. Ja. Hm? Mussten uns noch um so eine alte Dame kümmern. Oh. Die haben sie aus ihrer Wohnung geekelt. Nach fast 60 Jahren. Echt jetzt? Hm. Irgendwelche Bauspekulanten. Wir haben sowas jetzt dauernd in letzter Zeit. Sag mal, gibt's keinen Kaffee? Kaffee schon, aber kein Wasser. Wie kein Wasser? Naja, es kam braune Brühe raus und dann ging gar nichts mehr. Und die Kiste ist auch leer. Ich ruf gleich mal bei der Verwaltung an, ja? Ja, da habe ich schon angerufen. Sie sind nicht mehr unsere Verwaltung. Das Haus wurde verkauft. Echt? An wen denn? Wie sind die denn noch? Will Consult. Ja, genau. Ach du Scheiße. Hm? Wollen die Miete erhöhen? Nicht nur das. Wir sollen hier raus. Zwei Jahre? Mindestens. Und wohnt ihr dann so lange in Jans Werkstatt? Sehr witzig. Und danach sollen wir fast das Doppelte an Miete zahlen. Ich meine, da kann ich gleich nach Winsen ziehen. Morgen? Schon durchgelaufen? Ja. Moin. Darf ich? Sie dürfen alles. Sind das die Pläne für... Können Sie sich gerne ansehen. Will Consult? Herr Wilke, ist das nicht der... Bingo. Sie kennen einen Wilke? Ist mein neuer Vermieter. Dann haben Sie ja Glück. Glück? Der setzt Jan, Mattis und mich gleich als erstes mal vor die Tür. Wegen angeblicher Renovierung. Dann liegt bei Ihrem Haus wohl einiges im Argen. Bei der Planung für unseren Revierumzug ist Herr Wilke sehr gewissenhaft. Wir kriegen ein neues Revier? Okay, was?
Herr Wilke hat angerufen. Ein paar wütende Mieter und Autonome versperren offenbar seinen Firmeneingang. Ich habe das an die Bereitschaft weitergegeben. Danke. Hey! Guck dir das mal an. Das ist unsere neue Wache. Fahren Sie beide bitte auch was und sehen Sie nach, ob die Unterstützung brauchen. Echt jetzt? Echt. Jetzt. Das ist so ein bisschen Minimal Housing, ne? Minimal what? Naja, so reduziert. Ganz klare Linien. Verzicht auf alles Überflüssige. Ja, aber hier bei uns ist doch nichts überflüssig. Das weißt du erst, wenn du es ohne probiert hast. Im Leben muss man auch mal loslassen. Ja, aber warum soll man denn loslassen, was man gerne mag? Sind Sie, Herr Wilke? Wie lange soll ich mir das noch bieten lassen? Sie müssen diese Leute auch verstehen. Das sagen Sie als Polizistin? Nötigung, Landfriedensbruch, das soll ich verstehen? Nein, aber wenn man an seiner Wohnung hängt, dann... Ich nehme Sie ihn doch nicht weg. Ich modernisiere Sie. Ich sorge für ein positives Lebensumfeld. Spekulantenschweine, wie sich die Bullenkuh bei dir einschnallen. Verpiss dich, Wilke, wir wollen dich nicht in unserem Kiez. Scheiße! Verdächtige Person im Treppenhaus. Ist das vielleicht ein neuer Briefträger? Ja, Frau Puschke, wir schicken gleich jemanden vorbei. Wiederhören. Schickst du mal kurz jemanden zu der Putschke? Am besten eine 14-2, die kennt sich da schon aus. Freuen Sie sich schon ein bisschen an. Sieht schick aus. Ich möchte Sie bitten, mir eine kleine Liste zu machen mit den individuellen Vorstellungen der Kollegen. Soll ja schließlich für jeden passen. Was würde Ihnen denn passen? Ich hätte am liebsten ein Büro, das sich nicht mitten im Auge des Hurricanes befindet. Abgeschieden. Am Ende des Flurs. Ein Traum. Ist notiert. Wie lange das immer dauert. Kein Wunder, dass Ihnen die Ganoven ständig entwischen. Guten Morgen, Frau Putschke. Sie haben verdächtige Personen hier im Treppenhaus gesehen? Ja, Sie etwa nicht. Die wollen zu diesem Quacksalber. Nennt sich Howling Wolf. Veranstaltet in seiner Wohnung irgend so ein Hokuspokus. Offenbar gewerbsmäßig. Das hier ist aber ein Mietshaus. Gut, dass Sie da ein Auge drauf haben. Mit dieser wichtigen Information dürfen Sie sich gerne beim Gewerbeaufsichtsamt melden. Mal wieder nicht zuständig, was? Au, cola, he, apena. Mani, was tate yo. In dir, Schwester, sehe ich die Schlange, die sich nach Westen wendet. Und du, Bruder, bist der Biber mit den Augen gen Osten. Gut, wir müssen leider wieder. Auf uns warten die Gesetzlosen des Nordens. Schönen Tag noch. Ja, tschüss. Und Sie unternehmen nichts? Gar nichts? Hannes hatte mit diesem Howling Wolf mal so ein Schamanending am Laufen. Also Schlangen kannst du auf jeden Fall als Kompliment nehmen. Hier, die Schlange ist geheimnisvoll und scharfsinnig. Offenbart allerdings nicht gerne ihre Gefühle. Was du nicht sagst. Das sagt nicht ich. Das ist ein indianisches Totem. Genau wie Gans und Biber. Wann bist du geboren? Anfang November. Schlangenmonat kommt auch hin. Sag mal, wie hat das dieser Howling Wolf so schnell erkannt? Vielleicht an meinen Giftzähnen. Hier,
Schlange und Biber, totale Gegenpole. Totemmäßig. Kassel, stimmt das noch? Was machen Sie denn in Kassel? Studieren. Studieren. Und was genau? Wirtschaftsrecht. Willst du auch noch meine Schuhgröße wissen? Pass mal auf, wir sind hier immer noch beim Sie. Und Sie als Jurist müssten ja wissen, was da auf Sie zukommt. Körperverletzung, Nötigung, Landfriedensbruch. Klar. So läuft das ja im deutschen tollen Rechtsstaat. Ein Gentrifizierungsärsche wie dem Wilke lasst ihr laufen. Ja, das stimmt schon. Da läuft einiges schief. Hallo, der hat dir gerade eine Flasche ins Gesicht geworfen. Er wollte Wilke treffen. Macht das einen Unterschied? Ich sag ja nur, dass ich es auch nicht okay finde, wie Wilke seine Mieter behandelt. Ich meine, rein sachlich bin ich auf Ihrer Seite. Wir wollen dich aber nicht auf unserer Seite haben. Und Sie? Was treibt Sie eigentlich aus Kassel hierher? Ist das ein neues Uni-Projekt, hier Immobilienfirmen aufzumischen oder was? Frau Möller, gehen Sie zum Arzt. Das ist ein Bluterguss. Jetzt. Und Sie fahren Sie hin. Frau Küppers, sagen Sie, dieser Wilke, der hat doch bestimmt einen Gutachter. Wissen Sie, wie der heißt? Rake, glaube ich. Ab zum Arzt. Ja. Hey, Sie, das ist Baustelle. Betreten verboten. Danke. Ich glaube, ich komme besser mit. Händchen halten oder was? John, hi. Warte, was gibt's? Jetzt? Okay. Und wo soll das sein? Da trifft sich gerade so eine Mieterinitiative. Alle, die Stress mit Wilke haben. Aber ohne dich. Du gehst zum Arzt, Babo. Ist klar. Du, ich melde mich später nochmal, ja? Ich kann jetzt gerade nicht. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sehr gut. Tschüss. Biber ist im Mai. Kommt bei mir also auch hin. Hey, soll der alles mit einem Blick erkannt haben? So wie der einen anguckt? Habt ihr beide mal einen Moment? Ja. Mal angenommen, wir kriegen ein neues Revier. Echt jetzt? Nee, ich habe ja gesagt, mal angenommen. Was wäre euch denn da besonders wichtig? Training. Bücherregal. Zum Aufbauen. Zum Entspannen. Gut. Schön, dass ihr euch da gleich so einig seid. Was ist eigentlich mit dir? Von dir habe ich noch überhaupt keinen Wunsch aufgeschrieben. Worauf würdest du auf keinen Fall verzichten wollen, hm? Peter 14 für 14:21 kommen. Ich bin hier Saßstraße, Höhe, Haus 2. Hier läuft ein Huhn frei auf der Straße. Korrigiere. 2. Irgendeine Meldung dazu? Negativ. Gut, ich guck mal, wem das gehört. Verstanden, Peter 14:21. Hallo?
Hallo? Die nächste Hühnerlieferung? Oh. Polizei. Wissen Sie, wem die gehören? Also das sollte die Polizei inzwischen wirklich mal wissen. Für sowas sind Sie also zuständig. Danke. Sie sehen übrigens aus wie dieser Schauspieler. Der aus England. Daniel heißt er, glaube ich. Daniel... Schirmer? Nee, warten Sie, ich hab's gleich. Craig, genau. Daniel Craig. Danke. Hallo? Hallo? Hier ist die Polizei. Hallo? Jeva Jaki, je Kanu Paki Leva Kajelole. Hallo, hier ist die Polizei. Mit Glück im Herzen sehe ich, dass ein weiterer Bruder von Running Rabbit der Einladung meiner Krafttiere gefolgt ist. Die haben mich nicht eingeladen, die wären auf der Straße fast über den Haufen gefahren worden. Sieh auf dieser heiligen Pfeife, mit der wir beten. Sie wird dir den rechten Weg zeigen. Danke, bin Nichtraucher. Sie hat dich gerufen. Denn der Ort, an dem wir stehen, ist heilig. Passen Sie in Zukunft besser auf Ihre Hühner auf. Kola he apena! Bitte? Dein Weg wird dich durch eine steinerne Wand ins Feuer führen. Doch du musst ihn gehen. Willst du deiner Schwester das Leben bewahren? Danke für den Tipp. Dein Herz will Howling Wolves Worten keinen Glauben schenken, so traue denn den Worten des Kaninchens. Schönen Tag noch. Und was ist, wenn wir uns einen Anwalt holen? Ja. Ein Anwalt? Ja. Und was soll der bringen? Darauf wartet der Wilke doch nur. Der will uns doch nur locken, damit wir danach nach seinen miesen Regeln spielen. Ja, aber vielleicht kann er uns wirklich helfen. Wie denn, Maria? Der schickt uns ganze Armeen von Rechtsverdrehern vorbei. Da können wir mit unserem Hansel einpacken. Und außerdem, wer von uns hat bitte die Knete, um so einen zu bezahlen? Ne? Wir alle, wenn wir uns zusammentun. Ach, ja? Sieh doch mal einer, guck. Was willst du denn hier? Unser Haus wird auch saniert. Obwohl alles bestens in Schuss ist. Red doch nicht so ein Scheiß. Das ist übrigens die Bullenkuh von heute Morgen. Ja, hat der Wilke dich geschickt, damit du hier rumspionierst? Quatsch. Ich will meine Wohnung auch behalten. Darum geht's mir. Ein eigener Anwalt könnte uns allen helfen. Uns ist hier schon mal gar nicht. Lass sie doch mal ausreden. Ja, er könnte zum Beispiel ein Gegengutachten in Auftrag geben. Gegengutachten? Ja. Und wie lange soll das dann dauern, damit da was mit passiert? Jahre. Und wir alle sollen dafür löhnen? Aber wir könnten vielleicht beweisen, dass es in Wahrheit nur um Luxussanierung geht. Wollen wir das nicht wenigstens versuchen? Ja, spar dir die Luft und hör auf, die ganze Zeit von Bier zu faseln. Hier könnt ihr mal sehen, wie Frau Polizistin wirklich tickt. Haben Maria aus ihrer eigenen Wohnung abgeführt. In Polizeimanier, wie es sich gehört. Gewalttätig, wie immer. Hey, was machen Sie da? Die Polizei, dein Freund und Helfer. Hören sofort auf zu filmen. Neues Revier? Ja, klasse, oder? Wobei, du findest es wahrscheinlich gar nicht so gut, oder? Wieso? Naja, ich dachte, wegen alter Bäume, die nicht so gern verpflanzt werden. Ich sehe da nur noch einen jüngeren Baum, der das gar nicht gut findet. Na, Frau Küppers möchte jedenfalls wissen, wie für dich ein neues Revier aussehen müsste. Ja, wie ein neues Revier? Hauptsache, ich kann mein Bild bei der Rebsort mitnehmen. Ich hab mich dran gewöhnt. Umzug generell ist für dich aber okay. Nur rollende Steine setzen kein Moos an. Hallo. Hallo, Schatz. Hast du es noch zu der Versammlung geschafft? Frag lieber nicht.
Ich habe bei Wilkons halt angerufen. Gibt immer noch kein Wasser. Na, stundenlang in der Warteschleife. Fühl mal hier. Hm? Was hast du denn gemacht? Ach, halb so wild. Hab nur auf der falschen Seite gestanden. Feucht. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Mhm, alles gut. Dahinter verläuft das Hauptrohr, ne? In den Wohnungen über uns gibt's schon Flecken an den Wänden. Und schau mal, was ich auf dem Dachboden hier bei uns gefunden habe. Weißt du, was das ist? Hm. Sieht aus wie ein Stück von der Fleckscheibe, wie du sie in deiner Werkstatt hast, oder? Ja. Aber das hier ist eine Universalscheibe. Die geht überall durch wie Butter. Du meinst, damit ist jemand oben in die Wand mit dem Hauptrohr gegangen? Absichtlich? Nun komm schon, Willi. Was ist denn das für eine Trödelei heute? Komm jetzt, Willi. Fuß. Komm jetzt, Willi. Ich habe hier einen Rake, Bauingenieur. Gutachter für Gebäudeschäden. Okay. Steht da, was so ein Gutachten kostet? Kommt auf den Verkehrswert wohl an? Zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Mhm. Wir müssen rausfinden, ob Wilke ihm so eine Art Bonus gezahlt hat. Mhm. Ja. Nehmen wir an, Wilke kauft ein Haus, das eigentlich völlig in Ordnung ist, so wie unseres. Lässt es für eine Weile vergammeln. Oder er hilft nach, wie bei uns mit der Wasserleitung. Genau. Er schmiert den Gutachter. Der erklärt es für sanierungsbedürftig. Und Wilke kann die Wohnung nach der Luxussanierung mit einem fetten Plus weiterverkaufen oder vermieten. Was? Ihr Hund wurde erstochen? Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ja doch, da sind wir absolut für zuständig. Ja, hallo. Hi, ich bin's. Sag mal, bist du allein? Das macht ein Gesicht. Alles gut. Du, ich brauche deine Hilfe. Für eine Kontoabfrage. Bei Wilke. Du weißt doch, dass wir das nicht dürfen. Ich habe aber das Gefühl, dass er seinen Gutachter schmiert. Den Rake. Deswegen muss ich unbedingt wissen, wie viel er ihm zahlt. Dann wende dich an die Küppers und ich soll das anleuern. Aber doch nur bei einem begründeten Verdacht. Ich habe überhaupt nichts in der Hand. Dirk, bitte. Ich will doch nur wissen, ob ich mit meinem Gefühl richtig liege. Harry, ich will davon nichts wissen. Okay. Bis dann. Tschüss. Ich schaue mir noch mal das leere Haus von gestern Abend an. Vielleicht haben die da auch irgendwas manipuliert. Und was ist mit dem Arzt? Später. Wir brauchen Beweise. Geht's ihm besser? Moin. Möller vom 14. Hier ist kein Durchkommen, wa? Nee. Ich wundere nicht, ich nehme die Abkürzung. Jo. Herking, Sie dürfen doch hier nicht sein.
Mich können Sie hier rausschleppen, so oft Sie wollen. Aber das hier, das bleibt für immer hier. 58 Jahre. So lange sind Sie ja noch nicht mal auf der Welt. Hm? Hier. Da stand ganz früher mal unsere Badewanne. Mit Füßen runter. Haben wir jeden Freitag drin gebadet. Erst Joachim, dann ich, dann die Kinder. Alle im selben Wasser. Machte man früher so. Musste ja erst heiß gemacht werden im Kessel. Joachim war immer krebsrot, wenn er rauskam. Er war ja als Erster dran. Und für die Kinder sollte es ja auch noch warm sein. Ja, und der Bottich zum Wäschewaschen, der stand mal da. Zur Erdbeerzeit haben wir da immer Marmelade drin gekocht. Im selben Bottich? Alles ziemlich mühsam, was? War aber trotzdem die schönste Zeit in meinem Leben. Merkt man immer erst nachher. Ja. Polizei, bitte öffnen Sie die Tür, Herr! Wie heißt der eigentlich richtig? Howling Wolf. Ein großer Geist hätte ihm Macht verliehen. Das hat er gesagt. Ein Wahnsinniger. Wird einfach so auf ihren Willi eingestochen. Ja. Mit einem Röhrenknochen. Von innen hohl. Vermutlich von einem größeren Vogel, vielleicht einem Adler, sagt der Tierarzt. Wie geht's Willi? Der Tierarzt bringt ihn jetzt erstmal in die Praxis, aber er wird's schaffen. Der Knochen hat ihm sein Leben gerettet. Was? Der Tierarzt sagt, dass ihr Willi eine akute Magendrehung hatte. Und hätte man ihm die gestaute Luft nicht direkt abgelassen, dann wäre er gestorben. Qualvoll. Also deshalb war Willi seit gestern so unruhig. Es scheint ja ganz schön was von Hunden zu verstehen, unser Howling Wolf. Kein Wunder. Sind doch entfernte Verwandte. Ja, ja, das. Das war schon schön. Das Rohr da, ist das ein Heizungsrohr? Heizung, auch so ein Thema. Früher hatten wir ja nur so einen Bullerofen. Heizung war ja viel später. Da erwischen wir doch eines Abends unsere Kinder. Frau Herking, war hier schon immer so eine schrumpelige, glatte Stelle? Weiß ich nicht. Da stand immer der Besenschrank davor. Als wäre hier kürzlich dran gearbeitet worden. Sieht fast wie zugeschweißt aus. Sagten Sie nicht, Ihre Heizung ist ausgefallen? Ja, kurz nachdem das Haus verkauft wurde. Ich sorge dafür, dass sich jemand das Haus noch mal genauer ansieht. Das gibt's doch nicht. Du lässt dich doch von der nicht wieder verarschen. Ich verarsche hier niemanden, ja? Hör mal. Sie will uns helfen. Es gibt Anzeichen dafür, dass hier was manipuliert wurde. An der Heizung zum Beispiel ist rumgeschweißt worden. Sagt wer? Vermute ich. Deshalb sorge ich auch für ein Gegengutachten. Schwachsinn. Wieso? Wir können vielleicht beweisen, dass das Haus gar nicht saniert werden muss. Wieso freut sie das eigentlich nicht? Komm, wir hauen ab. Ein komplettes Fitnessstudio. Oder gewünscht? Eine Bibliothek. Und Herr Mattis will nur mit seiner vollständigen Büroeinrichtung umziehen, hat er das so gesagt? Vielleicht nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. Und hier, elektrische Schreibtische per App steuerbare Büroelemente. Stammt wohl von Ihnen? Haben wir einen Goldesel vor der Tür? Sie wollten wissen, was sich die Kollegen wünschen? Also wenn der solche Begehrlichkeiten weckt, sollten wir den Umzug wohl besser überdenken. Ja, wahrscheinlich. Moment. Nehmen Sie mich auf den Arm. Ich würde nie... Haben die Kollegen das wortwörtlich so gesagt?
Vielleicht nicht wortwörtlich, aber doch sinngemäß. Das heißt, Sie haben nur mal tüchtig dran gedreht. Tüchtig, das ist so. Ja, aber warum denn? Wollen Sie denn nicht umziehen? Ich dachte, Sie wären froh über ein neues Revier mit all der modernen Technik. Ja, ich vielleicht, aber... Verstehen Sie, was ich meine? Dieser Wilke ist nicht sauber. Ja. Finden Sie das etwas sauber? Das kommt Wilke doch nur entgegen. Seine verarschten Mieter haben in der Öffentlichkeit jetzt auch noch den schwarzen Peter. So kann er ungestört weiter Wasserleitungen durchtrennen und Heizungen zuschweißen lassen. Und ungestört sein Gutachter schmieren. Mit mindestens 50 Millionen. Und woher wollen Sie das wissen? Spielt auch keine Rolle. Kann man sowieso nicht verwenden. Aber es ist interessant, ne? 50.000. Wahnsinn. Das ist das Fünffache von dem, was ein Gutachten normalerweise kostet. Und mit diesem Lasse Lobeck stimmt auch irgendwas nicht. Er will die Mieter partout von einem Gegengutachten abhalten. Dabei ist er eigentlich auf ihrer Seite und studiert auch noch Wirtschaftsrecht. Von meinen Indizien gegen Wilke war er auch nicht gerade begeistert. Was soll das? Wenn man uns hier zusammen sieht. Da läuft das schief. Wieso? Hast du den Mietern das mit dem Anwalt nicht ausreden können? Doch, aber die Hacking war eben mit der Polizistin noch mal im Haus. Und die haben sich über ein Gegengutachten unterhalten oder so. Ein Gegengutachten? Dann müssen wir halt schneller sein. Die Hacking war noch mal in ihrer Wohnung, sagst du? Alte Leute sind vergesslich. Lassen schon mal aus Versehen den Gashahn offen. Herr Schirmer, Herr Krabbe, Sie sehen nach, ob Sie eine Verbindung finden zwischen Wilke und diesem Lasse Lobeck von heute früh. Und Sie gehen jetzt endlich zum Arzt. Ja, du kannst auf den Wilke rennen. Danke, Kumpel. Dafür nicht. Und geh jetzt endlich mal zum Arzt. Ja, aber zuerst muss ich noch mal zu diesem entmieteten Haus zurück. Fotos von der Bausubstanz machen. Harry. Doch, die sind da schon mit Baumaschinen angerückt. Also, falls ich wirklich noch irgendwelche Beweise finden will, dass Wilke da was gemauschelt hat, dann muss ich die jetzt sichern. Ja. Okay, bis später. Tschüss. Ciao. Ciao. Sie sind schon unterwegs? Ja, Herr Wilke, es geht um den Revierumzug. Gut, bis gleich. Das Foto stammt von der Abi-Feier von Lobeck. Die beiden haben den gleichen Vater. Nettes Familienfoto. Ich dachte, wir reden über den Revierumzug. Nein, wir reden über Ihren Halbbruder Lasse Lobeck, den Sie dazu anstiften, die aus Ihren Wohnungen geekelten Mieter zu radikalisieren. Gleichzeitig kann er Sie dann sozusagen als Maulwurf über jeden Schritt der Mieter informieren. Sehr clever. Lasse ist das schwarze Schaf der Familie. Er hasst mich ebenso wie damals unseren Vater, daher tut er alles, um der Firma zu schaden. Der Firma, deren Teilhaber er ist. Steht jedenfalls im Handelsregister. Ich denke, alles Weitere sollten Sie mit meinem Anwalt klären. Den werden Sie brauchen. Und, wie war's? Was genau meinen Sie mit wie war's? Ja, ich meine wegen des Revierumzugs.
Also, wenn er wirklich jetzt kein seriöser Partner ist, dann suchen Sie jetzt ja bestimmt einen neuen, ne? Ach, hat Ihnen das noch niemand gesagt? Was gesagt? Es tut mir leid für Sie, aber das mit dem Umzug hat sich erledigt. Außer Ihnen war keiner sonderlich begeistert davon. Was? Ja. Wilfer sagte, die Hühner hätten mich zu ihm geführt. Genannt hat er sich Howling Wolf. Howling Wolf? Wie hat er sich genannt? Howling Wolf. Die ganze Bude voll mit irgendeinem Federschmuck. Dann kommt er da mit seiner Friedenspfeife an, gibt mir die und sagt, sie sei heilig und würde mir den rechten Weg weisen. Wie, was für ein Weg? Er hat gesagt, der Weg würde mich durch Mauern führen und durch Feuer. Und dass ich den Weg gehen muss, damit meine Schwester lebt. Wo ist denn Harry? Die ist doch mal zu dem leerstehenden Haus fotografieren. Auf jeden Fall, der Hammer oben drauf war, dass er zu mir sagt, wenn ich ihm nicht glaube, soll ich auf das Kaninchen hören. Harry ist die Schwester, die er gemeint hat. Harry muss sofort aus dem Haus da raus. Alles, wie kommst du denn da drauf? Ich bin das Kaninchen, Running Rabbit. Running Rabbit. So hat Howling Wolf mich mal genannt. Dann du los, beeil dich, du musst sie holen. Nun mach! Seerohr zur Brandbekämpfung durch die Tür vor. Ich hole Hilfe. In dem Haus. Da ist noch jemand drin? Lageänderung. Jetzt Feuer im Schnee in Gefahr. Menschenrettung eingeleitet. Ein Cäsar. Was Neues?
Leider nicht, Peter 14. Ihr Kollege ist gerade rein, um nachzusehen. In ein brennendes Haus? Gesicht zeigt sich hier im Großstadtrevier.